Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte damit beginnen, ich denke, das ist auch Ansinnen von allen hier im Hause, den Kolleginnen und Kollegen für ihren Dienst, den sie leisten, für an unseren Schulen, aber auch in anderen Teilen der öffentlichen Verwaltung ausdrücklich zu danken. Und da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass Sie applaudieren, aber okay. Und dass wir dieses Thema in der Tat, ein wichtiges Thema, ein Thema, was völlig zu Recht von denjenigen, die, was die Kollegen ja schon ausgeführt haben, weniger dann am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel haben, als Ungerechtigkeit empfunden wird und natürlich auch eine Ungerechtigkeit ist und dass wir das hier auch so klar ansprechen. Wir haben eine Strecke hinter uns seit 2010, wo wir den Schuletat jetzt auf fast 18 Milliarden Euro angehoben haben, einen Zuwachs von 27%. Wir haben deutlich mehr Stellen eingestellt, über 7.300 aufaddiert. Und das ist eben ein wichtiges Element. Und wenn Sie dann fragen und die Frage aufwerfen, Frau Kollegin Korte, Sie haben ja am Schluss Ihrer Rede dann noch die Wiege bekommen, warum das nicht im Rahmen der Dienstrechtsreform alles angegangen wurde. Ja, Sie haben selber auf das Finanzvolumen hingewiesen. Und es gibt viele Ungerechtigkeiten im System, beispielsweise bei der Besoldung der Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen. Und wir haben die Strecke, die wir jetzt in den letzten 7 Jahren haben, die wollen wir gerne fortsetzen und diese Ungerechtigkeiten Stück für Stück, und da spielt eben 109a auf Bundesebene eine Rolle, da spielen die Steuereinnahmen eine Rolle, aber dass wir das konsequent, so wie wir das auch in der Vergangenheit gemacht haben, Stück für Stück beseitigen. Und wenn wir über das Thema, was ja nicht nur Schule betrifft, was Kommunalverwaltung, aber auch andere Verwaltungseinheiten betrifft, auch in unseren Ministerien gibt es diese Ungleichheiten, dass Menschen, die mit demselben Aufgabenbereich betraut sind, da einen erheblichen Unterschied haben zwischen den angestellten Kolleginnen und Kollegen und die verbeamtet sind, weil einfach weniger netto übrig bleibt als Angestellter. Das Institut der Wirtschaft hat eine Studie veröffentlicht. Die Durchschnittsbeamtin, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Studie differenziert wurde zwischen Mann und Frau, hat eine Abgabenquote von etwa 28%. Die Angestellten von über 40%, ich glaube, es sind 42%. Das bedeutet dann auch, wenn wir, und das wollen wir, die Ungerechtigkeiten auch über die Tarife abschmelzen, 1 Euro für eine angestellte Kollegin ist dann netto weniger als bei der Kollegin, die verbeamtet ist. Und wir müssen dann auch auf Bundesebene darüber reden, und unsere Partei tut das seit vielen Jahren, dass wir dann darüber reden, wie wir Einkommen auch entlasten können. Das hat was auch damit zu tun, wie wir unser Gesundheitswesen organisieren. Da reden wir zum Thema Bürgerversicherung. Ich war ja sehr erfreut, dass der Kanzlerkandidat der SPD dieses Thema auch für sich entdeckt hat nach vielen Jahren. Da kann man nur wirklich die Frage stellen, was braucht es denn noch aus einer großen Koalition, meine Damen und Herren? Was braucht es denn noch aus einer großen Koalition? Wer soll das denn umsetzen, wenn nicht eine große Koalition, dass wir dieses System reformieren und dass dann diese Ungerechtigkeit aufhört, dass nur Erwerbseinkommen einbezogen wird bei der Höhe der Kosten zur Krankenversicherung und dass es dann keine Rolle spielt, wenn Sie zum Beispiel Einnahmen haben aus Mieten oder aus Pachten oder Ähnliches. Das wollen wir ändern, das würde dann auch Angestellte entlasten und das gehört dann auch zur Gerechtigkeitsdiskussion, meine Damen und Herren. Ich weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, dass Sie das unruhig macht, aber diese Ungerechtigkeit anzugehen. Dafür steht unsere Partei seit vielen Jahren und das wollen wir auch durchsetzen. Meine Damen und Herren, in der Enquetekommission Demografischer Wandel und Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte haben wir gemeinsam alle 5 Fraktionen viele Handlungsempfehlungen verabschiedet. Und wir haben in einer Podiumsdiskussion vor einigen Wochen in Köln erlebt, dass auch viele angestellte Kolleginnen und Kollegen in ihrer Biografie immer wieder Zeitpunkte, Brüche in der Biografie haben, weil politische Entscheidungen getroffen wurden. Ich rede zum Beispiel von den Einstellungsvoraussetzungen, da die Altersgrenze, dass sie da immer vorbeigeschraubt sind und dass ihnen, obwohl sie gut qualifiziert waren und wahrscheinlich mit der Reform dann die Anforderungen erfüllt haben, dass ihnen so der Zugang zum Beamtentum verwehrt wurde. Und man kann hier nur
gemeinsam handeln, weil es braucht dann eine breite Mehrheit. Und ich bin dafür, dass egal wie die Wahl am 14. Mai ausgeht, dass wir gemeinsam eine grundlegende Reform angehen, wo wir diese Regelungen zum Eintrittsalter auch angehen. Und das kann nicht nur eine regierungstragende Mehrheit alleine. Dazu braucht es einen Konsens. Wir haben diesen Konsens in der Enquete-Kommission gehabt. Ich würde mir wünschen, dass wir das nach dem 14. Mai, egal wie die Mehrheitsverhältnisse hier im Hause sind, dann auch angehen. Vielen Dank, Herr Abel. Für die Piratenfraktion hat sich Herr Kollege Dr. Paul zu einer Kurzintervention gemeldet. Der drückt jetzt den Knopf und bekommt für 90 Sekunden das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Abel, ich nehme da jetzt hier einfach mal die Gelegenheit wahr. Sie waren ja mit mir, mit Frau Gebauer, mit Frau Hammelrath und mit Herrn Möbius von der Union auf dieser Podiumsdiskussion in Köln bei der GEW. Und ich denke, Ihnen ist auch nicht entgangen, wie aufgeladen die Stimmung dort gewesen ist bei den Lehrerinnen und Lehrern, und zwar richtig aufgeladen. Ja. Ich frage mich, wenn wir hier über dieses Problem reden, in so einer technischen, vielleicht haushalterischen Sprache, wie das draußen ankommt, bei den Leuten brennt die Hütte. Und zwar richtig. Der eine Fall, möchte ich mal daran erinnern, dieses Berufsschullehrers mit drei Kindern, der 1.000 Euro netto weniger hatte als ein gleichqualifizierter Kollege. Also wenn man da jetzt noch auf eine Dienstrechtsreform wartet, dann kommt das doch draußen so an, als die machen wieder Warten auf Godot. Ja, ich weiß, dass gerade Verhandlungen laufen. Trotzdem brennt bei denen die Hütte. Und das sollten wir hier auch entsprechend würdigen und nicht einfach immer nur dieses lapidare Danke an die Lehrerinnen und Lehrer. Das geht mir auf den Senkel. Ach, Herr Kollege Paul, das ist wieder so ein Exempel, wo man sich fragt, ob Sie sich selber noch im Griff haben. Also natürlich weiß ich, dass die Stimmung, das ist ja, muss man mal wirklich sagen, immer diese Ausraster und auf den Tisch hauen. Ich glaube, dass das draußen nicht gut ankommt. Und ich glaube, dass diejenigen, die der Debatte folgen, schon auch gemerkt haben, was ich hier gesagt habe. Und dass Sie das ja offensichtlich überblendet haben, will ich das dann auch noch mal sagen. Ich habe darüber gesprochen, dass wenn wir das Ziel haben, und das Ziel verfolgen wir, die Ungerechtigkeiten auch über den Tarif abzuschmelzen, dass wir dann auch berücksichtigen müssen, dass bei Angestellten und Beamten, dass bei Angestellten weniger netto vom Brutto bleibt. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und ich habe auf die Gründe abgehoben, die liegen im Steuerrecht, aber ich habe auch auf die Krankenversicherung abgehoben. Das ist wahrscheinlich für den Kollegen mit dem 1.000 Euro Gap, das habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen, ist das natürlich dann auch ein wichtiger Faktor, und das wissen die Leute auch. Und der dritte Punkt, ja, man kann natürlich so tun, als wenn die Rahmenbedingungen, unter denen wir hier arbeiten, ob die einem egal sind. Und Sie können das ja auch kritisieren, und Sie haben das ja auch mit Ihrem Sachverständigen Bontrup in der Enquete-Kommission getan, dass Sie die Regelung in 109a Grundgesetz ablehnen. So, die Grünen haben da damals auch nicht zugestimmt. Aber es ist jetzt nun mal im Grundgesetz, und ich sehe keine verfassungsändernde Mehrheit, die das aufhebt. Und deswegen kann ich nicht Versprechungen machen, die wir am Ende nicht einhalten können, weil das frustriert die Kolleginnen und Kollegen. Und hören Sie dann auf, so zu tun, als wenn es alles ganz einfach wäre und wenn man einfach nur mal auf den Tisch schauen muss und klare Kante zeigen. So einfach ist das nicht, Herr Dr. Paul. Soweit Kurzintervention.